Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Omsi-Video hier auf diesem Kanal. Wir sind heute auf der Karte Potsdam unterwegs hier oder sowas, Konstalbahn. Ich habe keine Ahnung, sie sieht auf jeden Fall mega, mega süß aus. Klein, aber fein, sagt man hierzu. Wir fahren das Ganze hier heute mit dem KT4D. Und ja, wollen uns das Ganze dementsprechend mal anschauen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ja, dadurch, dass es auch mein erstes Mal ist, dass wir hier heute mal auf dieser Strecke hier unterwegs sind, dachte ich mir so, na los, komm. Wollen wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen anschauen. Auf der Linie 25 und wir starten in Gwarna und enden auch in Gwarna. Also das ist eine kleine Linie, die wir heute fahren werden. Und von daher habe ich hier soweit schon alles soweit fertig. Einziges, was wir hier noch machen müssen, ist dieses Ganze hier noch eintippen. Und die Route, ich hoffe, das funktioniert. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und von daher würde ich sagen, können wir eigentlich schon loslegen. Denn wirklich einen Fahrplan habe ich jetzt mal hier nicht ausgewählt. So. Na, los, komm. Das war jetzt auch falsch. So, das wollte ich eigentlich. Mein Gott. Heieiei. Wollte gerade sagen, jetzt steht er. Muss mal ganz kurz gucken hier. Das war ja mit der F4-Taste, stimmt. Es war ein bisschen crazy hier, das Ganze hier in Omsi. Verwechsel das dann ganz gerne mal mit Lotus denn tatsächlich, ja. Das ist passiert leider mal so ein bisschen. Ja, diese Karte hier ist auf jeden Fall eine kleine, feine Testkarte, um Straßenbahn halt zu fahren. Das Schöne ist, es gibt hier auch immer nur einen Spawnpunkt, also die Straßenbahn setzt sich dann nicht dahin, wo es halt überhaupt nicht passt, ja, sondern sie setzt euch genau dahin, weil es halt nur diesen einen Spawnpunkt gibt. Ich hatte bis jetzt auf der Karte tatsächlich noch nie irgendwelche Probleme gehabt, um jetzt hier das Ganze zu platzieren. Also alle Straßenbahnen, die ich gerade mal so durchgetestet habe, die haben hier alle wunderbar ihren Platz gefunden. Soweit muss man sagen, ist die Karte nicht groß. Also erwartet jetzt hier kein Eberlinsee oder sowas. Dann werden wir uns das Ganze hier dementsprechend mal anschauen. Ist das Ganze doch schon recht überschaubar. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja gerne immer so ein bisschen was mit Straßenbahn so zu tun habe, dachte ich mir so, die Karte musste die dann halt dementsprechend auch mal anschauen. Ja, der ein oder andere von euch kennt sie wahrscheinlich schon. Und von daher, ja, würde ich sagen, ne, wir haben hier auch mal ein schönes Dings hier, Sächsische Zeitung. Passt natürlich wunderbar ins Bild. nee, okay, los geht's. Ding. Warten wir auf unser Signal, unsere Freigabe. Ja, es ist ja mittlerweile auch schon wieder zwei Straßenbahnen, die ich mir unbedingt mal anschauen möchte. Ich aber erstmal diese Handbücher lesen muss. Und ich, ja, ich weiß, man könnte sich dementsprechend ja halt auch Videos anschauen. Möchte ich nicht. Ich möchte das ganz gerne mir das selbst hier so ein bisschen beibringen. Erstmal wieder klarkommen hiermit. Ist nicht so einfach tatsächlich. Ist nicht so einfach. Die springt hier ein bisschen sehr komisch. Tatsächlich.
Oh. Also irgendwie scheint hier was nicht zu passen. So, irgendwie haben wir auch echt keine Passanten oder sowas. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schade. Hier ist zu Ende, alles klar. Deswegen müssen wir hier die Weiche umstellen und dann. Immer dieses Raustappen hier. So. Ui, 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 ui. Not so gut. Ja, dann ist es das. Ist jetzt natürlich nicht spektakulär, verstehe ich. Aber wie gesagt, die Karte hat auch nur diese eine Linie. Also sie ist jetzt wirklich eine kleine, kann man sich mal anschauen. Ich meine, wenn man das Ganze mal so grob betrachtet, ja, gut, so für kleine Testfahrten oder sowas kann man die Strecke echt gut gebrauchen, so zum richtigen Spielen. Ja, wird wahrscheinlich immer noch nichts an Ebelinsee Schönau natürlich vorbeigehen, wenn man jetzt Straßenbahn in Ormsee spielen möchte. Ist natürlich schon eine großartige Karte geworden, ne? Ebelinsee-Schönau. Bin ja auch irgendwann mal gespannt. Soll ja irgendwann mal roter erscheinen. Was das Ganze so wird. Würde mal interessieren, ob man das Springen auch von außen sieht. Ja, das sieht man auch von außen tatsächlich. Ja, gut. Ich glaube, mehr muss man jetzt an der Stelle nicht sagen. So, wie gesagt, mal sich um mal so Straßenbahn mal anzuschauen oder sowas, wie das Ganze in Omsi funktioniert. Da kann man die Karte wahrscheinlich gut benutzen. Nein, ich will nur die Weiche stellen. Nein,
Ich will immer noch die Weiche stellen. So. Ja, na gut, dann werden wir jetzt noch eine kleine Fotosession machen. Oh. Genau, fahr durch, fahr durch. Ja, also gibt es halt nicht wirklich viel zu sagen, ne? Uiuiuiui. Hier gleitet er so ein bisschen aus, so spielt er gerade so ein bisschen verrückt, ne? Also das ist schon, fällt schon massiv auf. Er legt die Weichen auch mal wieder anders. Schande! Muss ich jedes Mal raustappen und muss hier die Weichen neu stellen. Uiuiui. Das interessant. Okay. Und an sich muss ich sagen, hier, das hier zum Beispiel ist schon echt putzig gemacht hier, ne? Mit diesem Kunstwerk, was wir hier haben. So, na gut. Dann soll es das auch schon gewesen sein hier von einer kleinen OMSI-Folge hier aus der Karte Poznan. Ich hoffe, ich spreche das hier auch richtig aus. Ja, wie gesagt, so mal zum Angucken. Ich werde es jetzt auf jeden Fall gleich wieder von der Platte hauen. Also spektakulär ist sie jetzt nun doch nicht. Aber wenn man mal so ein bisschen Straßenbahn testen möchte oder sowas, ja, der hat natürlich, denke mal, kann... Uiuiui. Was war das? Wie hat wieder alles kaputt gemacht? Ach, das kann sein, ne? Wir sind ein Gleis oder sowas, ne? Das ist. Ja, das ist halt der KT4D-Mod, ja, der ein bisschen realistischer ist als der normale KT4D. Und da kannst du halt auch entgleisen, wenn du zu schnell bist und alles was. Und ich denke mal, das war jetzt gerade so dieser laute Krach, jetzt, den wir hier hatten. Ja, mal gucken, ob wir sowas auch irgendwann mal in Lotus haben. So entgleisen und sowas. Wäre großartig. Dann macht der Bio noch mehr kaputt, als wie man etwas nur kaputt machen kann. Ja, okay. Ich will das jetzt gar nicht jetzt hier so all in die Länge ziehen. Wie gesagt, also... Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr euch die Karte schon mal so angeguckt habt und wenn ja, was war dann so euer Ersteindruck so von der Karte? Ich meine, wie gesagt, zum Vergleich her muss man sagen, gibt es doch deutlich bessere Karten, längere Karten eventuell, sagen wir es mal so, nicht bessere, aber längere Karten. Wie gesagt, so sowas hier für einen kleinen Einstieg auf jeden Fall zu gebrauchen. Ihr bekommt die Karte, wenn mich nicht alles täuscht, auf OMSI Webdisk, da könnt ihr euch das runterladen, inklusive Straßenbahn sogar. Und ja, da einfach mal so vorbeischauen, einfach mal gucken, ein bisschen rumtüfteln, falls ihr das erste Mal euch ein bisschen was mit Straßenbahn anschauen wollt in OMSI. Und wenn ihr da keinen Frustmoment haben möchtet, dass das Ganze mit dem Spawn halt immer nicht so funktioniert, hier funktioniert das Spawn ohne Probleme. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich denn hier von dem OMSI-Video hier. Wie gesagt, leider ein bisschen kurz, tut mir leid, aber dafür machen wir mal gucken, dass das nächste Video eventuell mal wieder ein bisschen länger wird hier in OMSI. Ich verabschiede mich, ich sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!